Herzlich willkommen, liebe Brettspiel-Geeks, zu unserem 4000 Abonnenten-Special. Ja, danke euch allen, dass ihr uns unterstützt und dass wir jetzt 4000 Abonnenten haben. Ist, glaube ich, in der YouTuber-Welt eigentlich gar nichts. Das macht so ein Minecraft-YouTuber in 2 Tagen. Für uns hat es jetzt ungefähr 2 Jahre gedauert und es waren auch sehr schöne Jahre und wir hoffen auf noch weitere schöne Jahre. Also danke euch allen, die uns abonniert haben. Danke auch allen Patreons. Danke an alle netten E-Mails, die wir auch gekriegt haben und kriegen und mit denen wir auch spielen konnten. Und ja, als Dankeschön haben wir uns überlegt, machen wir unsere Top 50. Wally hat noch nie eine gemacht. Ich habe letztes Jahr eine gemacht. Und in diesem Jahr habe ich sehr viele Spiele. Und du, glaube ich, auch. Ja, natürlich. Ich hatte vorher nur eine Top 10. Natürlich sind da viele Spiele dabei. Aber man muss sagen, alle meine Top 10 Spiele, die ich vorher drin hatte, sind in der Top 50 vertreten. Ganz andere Platzierung, auch vielleicht sogar eine andere Reihenfolge. Aber das werdet ihr noch sehen. Ja, bei mir sind richtig krasse Unterschiede gekommen. Also wie habe ich meine Top 50 gemacht? Ich habe mir meine Top 50 von letztem Jahr gar nicht angeschaut. Ich habe die einfach gemacht, wie es jetzt gerade ist. Ja, es kann auch sein, dass richtig klasse Spiele nicht drauf sein werden. Ihr werdet das später merken, wo ich war fertig mit meiner Liste und dann habe ich mich erinnert, ey, dieses Spiel habe ich gar nicht auf meiner Liste, aber es wäre auf Platz 51 gewesen. Deshalb, ja. Ich habe das halt so gemacht, dass ich alle meine Spiele, die ich in der Sammlung habe, durchgeguckt habe und gesagt habe, okay, das würde ich jetzt sofort spielen oder eher nicht. Und dann unter den guten Spielen habe ich dann nochmal sehr gut unterteilt und gut und dann nochmal und dann hatte ich meine Top 50. Ja, ich habe eigentlich angefangen, ich habe auch erstmal gute Spiele rausgesucht. Ich bin bei 72 Spiele habe ich dann gehabt und die habe ich dann wirklich die ganze Zeit miteinander verglichen. Nee. Also will ich das oder das lieber spielen? Also das ist halt schwierig, die auch zu vergleichen, weil hier sind wirklich alle Genres dabei. Ja. Und ich habe dann einfach geguckt, okay, bei wem habe ich einfach mehr Spaß? So ein bisschen das habe ich versucht zu vergleichen. Aber man kann das halt nicht so perfekt. Aber bleibt ihr sehen. Okay, dann let's go! Nummer 50. Wer will zuerst? Du. Okay. Auf Platz Nummer 50 habe ich ein Spiel. Wow, mit einem weißen Cover, was einen sehr coolen Kniff hat und für mich Codenames abgelöst hat. Und zwar ist das The Crypto. The Crypto ist ein Spiel, wo wir in 2 Teams gegeneinander spielen und man muss halt Hinweise geben auf die jeweiligen Wörter, um den Code so aufzuschreiben, aber man muss halt die Hinweise so geben, dass die anderen nicht drauf kommen. Zum Beispiel unser Wort ist Fußball und ich sage dann irgendwie grün wegen Fußballfeld so. Und ich muss versuchen, dass mein Team darauf kommt, was ich meine, aber ich muss aufpassen, damit das gegnerische Team nicht merkt, okay, die machen immer diese Reihenfolge, bestimmt steht dort dieses Wort. Und ich finde diesen Kniff bei The Crypto richtig cool und ist auch richtig einzigartig. Und als ich das erste Mal gespielt habe und wenn ich das jetzt spiele, es macht immer noch genauso viel Spaß und es ist wirklich so ein Spiel, das so richtig, wenn du, manchmal hast du dann so Wörter und ich schreibe so hin und danach denkst du dir so, boah, ich bin ein richtiges Genie und danach kommt dein Team einfach nicht da drauf und dann denkst du dir so, was ist los mit euch? Ja, und hat so richtig coole Momente und ist ein richtig tolles Spiel und was ich auch very nice finde an dem Spiel ist, dass eigentlich oft bei solchen Spielen, desto öfter man das spielt, irgendwann hat man es raus. Man weiß, okay, wenn man diesen Begriff sagt, dann ist das gemeint. Und bei The Crypto versuchst du eben, das nicht hinzubekommen. Ja. Weil wenn du das sagst, dann weiß die andere Mannschaft schon Bescheid. Und dann ist es halt zu easy gewesen. Was ich an The Crypto nicht gut finde, ist das Spielmaterial. Diese Pappsteine, die so stehen, sind bei uns kaputt gegangen. Ja. Relativ schnell. Ja, leider. Naja, okay, meine Nummer 50 ist ein sehr, sehr thematisches Spiel. Ein Cowboy-Spiel, wo du wirklich alles machen kannst. Und das sagt schon eigentlich alles. Es ist Western Legends. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag diese Thematik einfach. Das ist, glaube ich, das wohl thematischste Cowboy-Spiel, was wir haben und was es überhaupt, glaube ich, gibt. Und das macht wirklich Spaß. Also aber man muss sich halt wirklich drauf einlassen. Wenn du dich drauf einlässt, die richtige Gruppe dafür hast, dann macht das wirklich Spaß. Ja. Also da kannst du machen, was du willst und hier und da. Und das ist, glaube ich, für mich, zumindest für mich, ist es nicht mehr so wichtig, ob ich dann am Ende gewonnen habe oder nicht.
Ja, ist halt so ein Western. Aber was ich noch dazu sagen muss zu Western Legends ist, dass ich persönlich das Spiel erst ab 4 Spielern wirklich genieße. Ich finde es zu dritt spiele ich mit, aber ich finde, es kommt nicht so gut durch, wie wenn du es halt zu viert oder zu fünft spielst. Und man darf halt nicht dieses Spiel spielen, um zu gewinnen. Weil dann fängst du an zu optimieren und dann merkt man, dass das Spiel Schwächen hat. Ja, und dann merkt man, dass es, dann verlierst du auch die Thematik. Ja, also das ist wirklich so ein Red Dead Redemption in dem Ja, Sinne. du versuchst wirklich auch, das auf den Tisch zu holen, diese Thematik. Also auf jeden Fall Platz Nummer 50, Western Legends. Okay, Platz 49. Machst du? Ah, ich fange an jetzt. Ja. Okay, das ist ein Spiel, was ich von der Idee sehr klasse finde. Es hat Würfel. Tisch hier auf. Du Das ist siehst das. Ist das. hier meine Liste. Das finde ich nicht gut. Ich finde, du solltest raten, was ich hier habe. Okay. Aber du hast es schon gesehen, oder? Ich weiß, was da jetzt kommt, ja. Okay, ich mache den Bildschirm ein bisschen dunkler, damit es Christopher nicht mehr sieht. Auf jeden Fall ist es ein Würfelspiel, wo wir unsere Würfel selber optimieren können. Und das ist Dice Forge. Ich weiß, Dice Forge hat seine Schwächen. Ist nicht das, es ist noch nicht perfekt, aber es kommt bald eine Erweiterung raus und das finde ich sehr, sehr nice. Aber an sich, ich mag die Idee so sehr und ich mag das Design und ich habe richtig Laune und Lust, das zu spielen, genau wegen dieser ganzen Aufmachung. Und ich bin immer dabei, wenn man das spielt und ich hole das selber, würde das selber so oft auf den Tisch holen, nur einige Leute wollen manchmal nicht spielen. Ich? Was laberst du? Ich sag Ja, und niemals dann Nein sagst zu du, ja, wir einem können ja auch Gloomhaven Würfelspiel. spielen. Zu Nein. jedem Spiel, was ich vorschlage. Naja, auf jeden Fall. Du, ja, egal, ich sag nichts. Auf jeden Fall. Dice Watch mag ich sehr, sehr gerne. Platz 49. Okay, meine Platz 49 ist ein thematisches Spiel, das eigentlich nicht so thematisch ist, aber ich finde das Artwork und die Idee und alles finde ich richtig cool und wenn ich das spiele, kann ich mich voll da hineinversetzen und ich mag diese Zeit auch. Welches Spiel ist es wohl? In dem Spiel müssen wir unsere Siedlung aufbauen. Wir bauen Gärten, wir müssen aufpassen, wer mit wem benachbart ist, welche Zahl mit wem benachbart ist. Welcome to your perfect home. Das Spiel spielt so in den 60ern und jeder von uns baut eine Wohnsiedlung auf und du musst halt Zäune machen, du kannst Pools bauen, du kannst Gärten, also Palmen anbauen und es ist ein Flip and Ride, also wie Roll and Ride, wie ganz schön clever und nochmal und so, aber hier halt mit einer Thematik, die ich richtig klasse finde und dieses Spiel, wenn ich das spiele, das macht mir einfach richtig viel Spaß, auch wegen dem Thema und wie es aufgemacht ist und alles, das ist so richtig schön, also das macht mir richtig Bock, also ein richtig tolles Spiel. Ja, Auf mag ich. Platz 49. Ich mag das Spiel auch sehr gerne. Es ist bei mir leider rausgeflogen. Also es ist bei mir auf Platz 53. Ganz knapp hat es in die Liste nicht geschafft. Okay, dann auf Platz 48 habe ich ein Spiel, wo ich nicht sehr viel erwartet habe und was dann einer meiner Überraschungen aus dem Jahr 2018 waren, ist eine Neuauflage von Yellow und zwar ist das Downforce. Downforce ist ein Beat-Spiel, wo wir so ein Autorennen haben und wir können so auf die Autos beaten und die anderen Autos vorwärts schieben und ich finde das Spiel lebt dadurch, dass es gemein ist. Dass du so die anderen Autos schiebst und du schiebst das so vor dir und du hast wirklich dieses Gefühl in diesem Spiel, das ist jetzt ein Rennen und du bietest dann auf die jeweiligen Autos, du kannst dreimal bieten und dann so, ah, wieso habe ich nur auf dieses Auto geboten? Und da hat man dann oft noch diesen Zwietracht, sage ich jetzt mal, dass man entweder auf sein eigenes Auto bieten kann und wenn man dann gewinnt, kriegt man noch mehr Punkte oder man sagt, okay, ich schaff's mit meinem Auto eh nicht und biete direkt auf die anderen Autos und einer bietet die ganze Zeit auf dich und du fährst dann extra schlecht, weil du das eine Auto pushen willst. Und ja, ist einfach ein richtig schönes, lustiges Spiel, wo man, wenn man es abends rausholt, dann auch gerne mal 2, 3 Runden spielt. Auf jeden Fall 2. Ja. Auf Platz 48. Ja, auf Platz 48 habe ich ein Spiel, was in diesem Genre sehr thematisch ist. Das sagt eigentlich schon ziemlich viel aus. Und zwar müssen wir da ein bisschen unsere Infrastruktur aufbauen. Und zwar malen wir Straßen und Ja, Gleise. Da habe ich Railroad Inc. hab ich natürlich malen schon gesagt. Das ist schon verraten. Railroad Inc. Aber ich habe die Blazing Red Edition aufgeschrieben, weil das ist meine Lieblingserweiterung, das sind meine Version. Lieblingserweiterungen mit drin. Ja.
mag ich sehr, sehr gerne. Das ist halt ein Roland Wright, aber eben ganz anders als das, was auch jetzt immer noch rauskommt. Und das ist halt einfach wunderschön und es macht Spaß. Also ja. Und da ist es auch wirklich, da willst du optimieren, bis es nicht so sehr, dass es halt perfekt ist. Und du hast auch wirklich Lust, immer wieder weiterzuspielen. Es macht alleine Spaß und es macht auch Spaß in Gruppen. Wo wir in letzter Zeit gemerkt haben, zum Beispiel bei Ganz schön clever oder Doppelt so clever, dass wir das am liebsten alleine spielen, weil die anderen stören uns nur. Aber bei Railroad Inc. hast du damit überhaupt kein Problem. Und genauso bei Welcome to hast du auch kein Problem, wenn die anderen mitspielen, weil da ist die Downtime eben nicht so groß. Okay, auf Platz 47. Vielleicht eine Überraschung für dich, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es dir schon vorher gesagt, dass ich richtig Lust habe gerade wieder auf das Spiel und ich mag Krimispiele ja nicht so sehr, aber einige sind wirklich gut und die machen mir wirklich Spaß. Nach wie vor ist es bei mir dann aber so, dass ich nicht sagen kann, ich spiele jetzt den ganzen Tag nur Krimispiele, aber wenn ich dann Bock habe, dann will ich das spielen und es kommen jetzt bald Erweiterungen und ich habe richtig Lust auf diese Erweiterung. Und zwar ist das Chronicles of Crime. Das ist ein Krimispiel, wo wir so befragen müssen und mit einer Handy-App. Und ich finde, das Spiel ist richtig thematisch. So, man fühlt sich richtig so wie in England, ja, dass man dort rumgeht und mit den Leuten fragt. Und was ich cool finde auch an dem Spiel, ist, dass das Spiel auf einem reagiert. Das heißt, man kann jeden befragen, wenn man jemanden zu lange befragt, egal, dann kann es sein, dass ein anderer einfach weggeht und einfach wegläuft und dann können wir nicht mehr mit denen reden. Ja, oder irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Und das, finde ich, ist an dem Spiel richtig cool und es macht halt richtig viel Spaß herauszufinden, wer war es jetzt, was ist eigentlich hier überhaupt los und wegen der Thematik, dass man die Orte wechselt und so, das finde ich richtig schön gemacht. Ja. Deshalb ist das mein Top-Krimispiel. Ihr werdet keine anderen mehr auf meiner Liste sehen. Auf Platz 47, wow. Naja, okay. Ich sag dazu mal nicht. Auf meinem Platz 47 ist ein Spiel, wenn wir fertig gespielt haben, sehen wir ganz viele Öhrchen. Bunny Kingdom, genau. Und zwar ist es ein Draftspiel, mit dem wir uns auf unserer Landkarte eben unsere Bunnies setzen müssen. Wir müssen ein paar Ressourcen brauchen wir dort. Und versuchen, ein bisschen so Area Control auch. Es ist schon wichtig, wie man, desto größer dein Gebiet wird. Ja, aber es ist mehr Drafting. Es ist mehr Drafting, ich sag nicht, das ist ein Area Control, aber okay, vergiss das mit Area Control. Auf jeden Fall ist das Gebiet wichtig. Aber auf jeden Fall, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich würde das auch so oft spielen. Leider werde ich da auch immer überstimmt. Ich mag das sehr gerne, weil ich merke es eigentlich, dieses Farbenfrohe. Und wenn es auch auf dem Tisch ist, ich weiß, dass viele sagen, es ist mir zu viel, was auf dem Tisch passiert, aber ich mag das. Ah, die genau Süßigkeit. Egal. Ja, ich mag sehr gerne Bunny Kingdom auf Platz 47. Okay, dann 46, du bist. Ich bin. Auf Platz 46 ist ein Spiel, auch ein Draft-Spiel, ich glaube, das, was Draften so berühmt gemacht hat, dieses Spiel ist drauf. Das haben wir auch in einer Beispielshow gespielt. Es ist Sam Wonders. Ich mag das Spiel auch. Da bin ich echt erstaunt. Das ist, was Christopher sehr erstaunend findet. Das hat Wally mir gestern nämlich schon gesagt, dass sie das Spiel auf der Liste hat. Dann war ich ziemlich erstaunt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich das Spiel raushole, dass ich Wally überzeugen muss, dass du mitspielst. Die Sache ist die. Christopher holt das ungefähr mindestens einmal in der Woche raus und manchmal ist es mir zu viel. Verstehst du? Aber ich mag das Spiel trotzdem. Das hat nichts damit zu tun. Auf jeden Fall, ich mag das Spiel ganz gerne. Es ist ein Draft-Spiel, ganz klassisch und es passt immer noch. Ja. Also, ist ein sehr schönes Spiel. Obwohl das halt schon so älter ist, macht das immer noch viel Spaß und auch desto öfter du es rausholst, macht es immer noch Spaß. Und du kannst auch mit der Erweiterung spielen. Und das ist der Punkt. Wobei ich die Erweiterung zum Beispiel, ich brauche sie noch nicht. Also ich finde sie zurzeit noch unnötig, aber es kann sein, desto öfter man das spielt, dass man das irgendwann sagt, okay, ich brauche irgendwas Neues, aber das werden wir ja dann später dann noch sehen. Okay, auf meinen Platz 46. Oh, ich habe gar nicht gesagt, ich habe hier aufgeschrieben, The Crypto. Platz 50 war vorher auf Platz 23. Das hat damit zu tun, dass ich das jetzt, glaube ich, nur noch so zur Weihnachtszeit spiele.
Okay. Ich hab's letztens gespielt. Platz 46 war bei mir vorher auf... Wieso guckst du auf mein Handy? Ich hab nichts gesehen. War vorher bei mir auf Platz 13. Also ist sehr stark runtergegangen. Und ich kann euch auch sagen, warum. Und zwar, weil ein anderes Spiel gekommen ist, was ihr später sehen werdet, was den Platz eingenommen hat. Aber dennoch mag ich das Spiel sehr gerne. Und zwar ist das 51st State. So ein Engine-Builder im postapokalyptischen Zeitalter. Ist sehr ähnlich zu Imperial Settlers, aber ich mag 51st State viel mehr, eben wegen dem Setting. Ich finde es irgendwie cooler. Es macht richtig Spaß, die Maschine aufzubauen. Ja, dass man dann, keine Ahnung, du holst dann deine Schule. Ja, das war die Schule. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine Karten von Imperial Settlers nehme, weil ich habe das letztens mit Herbert gespielt. Und ich finde das richtig cool, dass man so seine Wasteland-Stadt so ein bisschen aufbaut und alles. Es macht richtig viel Spaß. Wenn man das mit Noobs spielt, also die das noch nicht gespielt haben, ist das für die sehr frustrierend, weil du baust so eine Maschinerie auf und dann ba-ba-ba-ba-ba, komm. Und die anderen so, ja, ich mach das. Ja, macht mir sehr viel Spaß, habe ich auch Solo gespielt. Solo macht es mir nicht so viel Spaß, wie wenn ich es jetzt zu zweit oder so spiele. 51st State, meine Platz 46, vorher auf Platz 13. Direkt weiter. Platz 45, ich glaube, wir machen lieber mit Abwechslung, weil so muss ich direkt weiterreden. Aber ich mache jetzt mal. Ich kann auch machen. Ja, mach. Okay, auf Platz 45 ist meine damalige Nummer 4. Bam, bam, bam. Ich hätte ja nur eine Top 10 Liste gehabt. Deception. Nein. Und Five, Pandemic. Deception war auf Platz 10. Das war, da habe ich Deception das nur nicht so oft gespielt, deswegen habe ich das überhaupt, war das so fragwürdig, ob ich das auf meine Liste tue. Ist es dann am Ende gekommen auf Platz 10. Ich habe hier die Nummer 4. Und zwar liegt es daran, ich mag das Spiel immer noch sehr, sehr gerne, aber wir spielen es einfach nicht mehr so oft, wie wir es damals gespielt haben. Und es gibt einfach immer wieder neue Spiele, die den Mechanismus einfach noch mal ein bisschen weitergetragen haben. Und deswegen, das ist halt das klassische Deckbauspiel. Dominion? Ja. War vorher bei dir auf der 3? Auf der 4, habe ich gesagt. Auf der 4? Ja. Ich spiele das... Was soll das denn hier heißen? Ich bin offensichtlich Dominion-Hater. Ja, ist wirklich so. Christopher ist der Einzige. Aber wir haben hier die Erweiterung Nocturne. Du willst sie nicht spielen? Ich will sie spielen. Ach so, jetzt auf einmal. Fäßchen der Dominion-Hasser, du. Also, du schiebst das jetzt nicht auf mich. Ich spiele Dominion sehr, sehr gerne. Es geht für uns sehr, sehr schnell. Weil wir wissen alle, also meistens mit denen wir spielen, die wissen ganz genau, wie es geht. Und dann weißt du, was du holen willst und machst so ein bisschen weiter. Was uns das auch ein bisschen kaputt gemacht hat oder warum es auch ein bisschen gedroppt ist, ist einfach durch diese Geldstrategie. Weil, dass man ein bisschen auch die ganzen Karten, die irgendeine Funktion, eine Fähigkeit dir geben, irgendwie ignorieren kann, einfach nur Geld kaufen kann. Ja. Und dass du dadurch auch gewinnen kannst. Und das war so ein bisschen... Aber das ist mehr, das ist oft bei Spielen, ist auch bei Videospielen, also Computerspielen so, dass wenn Menschen anfangen so zu tryharden, so, oh, ich muss unbedingt gewinnen, ich muss die maximalen Punkte holen und so, für mich persönlich macht das oft die Spiele dann kaputt. Ja, aber auf jeden Fall, die Nocturne-Erweiterung wartet noch, da wissen wir natürlich noch nicht. Vielleicht funktioniert das dort ja nicht. Aber ich merke das Spiel trotzdem... Und hol das gerne raus. Okay, dann spielen wir bald Dominion Nocturne. Gut. Okay, meine 45 habe ich jetzt letzter Zeit sehr viel gespielt. Auch jetzt endlich die Kampagnenerweiterung. Und zwar ist das Hero Realms. Das ist ein Kartenspiel. Und immer wenn ich jemanden an den Tisch habe, der überhaupt nichts spielt, dann frage ich, kennst du Yu-Gi-Oh! Oder so, magst du das? Ja, war ganz cool. Und dann zeige ich ihnen Hero Realms und dann sind die begeistert. Und jetzt spiele ich bei Hero Realms, habe ich noch diese Kampagnenerweiterung. Und die macht auch richtig Bock. Und ich habe sie bis jetzt nur solo gespielt. Und ich habe auch verloren. Und das ist für mich schön. Weil am Abend in den Regeln steht so, ja, ihr könnt verlieren, deshalb seid nicht traurig. Dann habe ich direkt so gewonnen bei der ersten und danach habe ich direkt verloren. Ich so, ja, ich habe verloren. Das ist ein Spiel, das mir eine Herausforderung bietet. Aber auch ohne die Kampagne finde ich das Spiel echt klasse. Es macht mir sehr viel Spaß, 1-gegen-1 zu spielen. Auch 2-gegen-2 macht sehr viel Spaß. Ein sehr schönes Spiel, Deckbauspiel, weil ich finde das Artwork echt hübsch gemacht bei diesem Spiel und ja,
ist bei mir deshalb auf Platz 45. Ich kann euch sagen, das Spiel war bei mir auf der 55. Deswegen. Mal schauen, vielleicht ändert sich das, sobald du die Kampagne gespielt hast. Ja, das wird auf jeden Fall sich ändern. Also das Spiel, ich merke auch, wo ich die Liste gemacht habe und jetzt so anschaue, da sind sehr, sehr viele auch neue Spiele dabei, die wir vielleicht auch erst seit das Spiel haben. Also das ist seit das Spiel 2018. Und daran merkt man einfach, wie viel sich auch ändern kann. Und wie sehr sich auch einige Spiele noch nicht festgespielt haben, so in deine Top-Liste. So fest. Ja. Also das ist einfach so. Und es ist auch abhängig dadurch, dass wir auch vieles immer neue, sehr, sehr viele neue spielen, sind diese neuen Spiele auch, ja, ein Kandidat dafür, auch direkt in die Liste zu kommen. Was wir nicht dazu gesagt haben, einige Spiele, wo wir uns nicht mehr sicher waren, okay, die haben wir jetzt lange nicht gespielt, wir haben die, bevor wir jetzt die Top-Liste gemacht haben, haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir werden diese Spiele jetzt spielen, bevor wir die Top-Liste machen. Wobei ich ehrlich gesagt nach dem Spielen nichts geändert habe. Ja, bei mir auch nicht, aber trotzdem aber hat das Spaß gemacht. Aber du hast das Gefühl, so Mann, wir haben das voll... Natürlich hat das Spaß gemacht. Ich meine bloß, du hast das Gefühl, boah, ich habe das Spiel vor lange nicht mehr gespielt, kann ich das dann immer noch auf die Top-Liste so setzen, wie ich das setzen möchte? Und dann spielst du und merkst, ich würde daran jetzt nichts ändern. Das ist nice. Jetzt wird hier draus wieder Brettspiel-Talk. Okay, sorry. Platz 44 sind wir, ne? Ja. Und auf Platz 44 habe ich so einen Kandidat, den es erst auf das Spiel gab. Und zwar war das eine große Überraschung von dem Verlag Asmodee, was ich glaube, niemand sonst auf dem YouTube-Kanal, egal welchen YouTube-Kanälen... Discover. Gemacht. Wow, das hat jeder gesprochen. Nein, ein Spiel, was wirklich niemand erwähnt hat, gefühlt. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesehen, übersehen bei jemandem. Und das ist Snowtime. Ah, Snowtime. Snowtime, ein wirklich nice Spiel, ein wirklich gemeines Spiel, denn wir müssen, also jeder wählt verdeckt einen Platz auf dem Baum. Und desto höher du bist, desto ja, besser oder nicht besser, auf jeden Fall auf jeder Stufe gibt es eventuell Früchte oder nicht. Die möchte man haben und zum anderen möchte man über jemandem sein, weil man die dann runterschubsen kann. Das heißt, man möchte nicht unter jemand anderem sein und man darf auch nicht gleichzeitig auf einem Ast sein. Also ist so ein bisschen ganz viel runtergeschubse und die am Ende dort übrig bleiben, die sind die Gewinner, die kriegen dann auch etwas. Und das ist wirklich nice. Also das ist, macht wirklich Spaß und da gibt es auch so Karten wie diese Sturm, wo dann einfach alle, boah, ich habe voll durchdacht, okay, der macht das, der macht bestimmt das. Okay, meine Karte gelegt und da legt einer diesen Sturm und alle Karten gehen einfach weg. Und dann denkst du so, wow. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Okay. Auf meiner 44 war vorher auf Platz 32 und zwar, hast du wieder geguckt? Nein, ich hab's nicht gesehen. Okay, ist das Unlock? Das ist auch mein einziges Exit-Spiel, also Escape-Spiel auf dieser Liste. Und Unlock bleibt mein Favorit und jetzt haben wir die letzte Unlock-Box gespielt und die hat mir echt viel Spaß gemacht. Also das hätte ich nicht erwartet, dass es noch ein Escape-Spiel schafft, mich zu begeistern. Und Unlock zeigt mir immer wieder, dass die neue Ideen haben, dass, ich glaube, es liegt auch stark daran, dass es immer verschiedene Menschen machen, dass durch diese neuen Ideen dieses Rätseln auf eine ganz neue, spannende Art wieder präsentiert wird und immer was Frisches ist. Und deshalb mag ich Unlock sehr und es macht mir jetzt bei der letzten Box hat mich wieder erinnert, wie viel Spaß das machen kann, wo wir dann 3 Abende hintereinander jeden Tag einen Fall gespielt haben. Also ein sehr, sehr schönes Spiel und besonders die letzte Box hat mich sehr geflasht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, leider ist der Spaß immer so schnell vorbei. War vorher auf Platz 32 bei mir, also ist schon stark gedroppt, aber immer noch da. Und das zu verdanken der letzten Box. Wenn die letzte Box nicht mehr wäre, wäre es nicht mehr auf der Liste, weil man hat es halt gespielt und dann, ne... Und ich bin auch sehr gespannt, es kommt jetzt noch ein neuer Fall und der soll, glaube ich, was mit VR auch machen oder so. Keine Ahnung. Bin ich gespannt. Kurze Kamerapause. Hallo, zurück. Platz 43, ne? Ich bin dran. Ja. Auf 43 habe ich ein Partyspiel, was eine Neuauflage bekommen hat, jetzt auf das Spiel. Einfach es wurde von dieser Größe, wird es auf diese Größe gepackt. Weißt du schon, welches Spiel ich meine? Pictomania. Pictomania war nicht... Ach, Word Slam.
Genau, Word Slam. Und das ist ein wirklich nice Spiel, wo wir eigentlich ähnlich wie bei Tabu ein Wort erklären müssen. Aber hier ist es so, dass wir nur bestimmte Wortkarten haben, mit denen wir das Wort erklären müssen. Und das macht wirklich Spaß. Und ich finde, ehrlich gesagt, die Neuauflage very nice, weil da gibt es eben mehrere Kategorien, die man dann einfach so nach Lust und Laune aussuchen kann. Man würfelt diesmal nicht. Die nächste Karte zeigt eine Zahl und genau die müssen wir dann erklären. Macht sehr viel Spaß und irgendwie sind die Wörter auch so krass, dass du wirklich, oh Mann, wie soll ich das erklären? Und man steht jedes Mal vor einem großen Struggle. Das macht Spaß. Ja, macht echt viel Spaß. Okay, auf meiner 43 war vorher auf Platz 10. Ist sehr stark gedroppt, sehr, sehr stark. Und das hat damit zu tun, dass die Spieldauer nicht sehr freundlich ist, sag ich. Also sie ist lange und es geht auch nur zu zweit. Und der letzte Star Wars Film war so schlecht. Es ist Star Wars Rebellion. Ein sehr schönes Spiel, ein sehr schönes Star Wars Spiel, sehr thematisch, so ein Katz-und-Maus-Kampfspiel. Bei mir ist da halt wirklich nur das Problem, ich kenne nur eine Person, also Magadam, mit der ich das spielen kann, mit allen anderen nicht, weil ich will es einfach nicht spielen. Und ich bin Anti-Maus- und Katz-und-Maus-Spiele. Ja, und deshalb kommt es nicht so oft auf den Tisch, weil wir da mit Magadam oft Twilight Imperium nehmen. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Spiel. Und wenn ich Lust auf Star Wars habe, dann werde ich Star Wars Rebellion holen. Aber es dauert halt wirklich so 3 Stunden und dann 3-4 Stunden. Und da muss man auch wirklich die Zeit sich für nehmen. Und deshalb ist es bei mir jetzt auf die 43 gerutscht, weil ich habe es nur einmal dieses Jahr gespielt. Auch. What? Ja. Schon eine Leistung, muss ich sagen. Platz 42. Platz 42 habe ich ein Spiel, das ist auch ein Partyspiel mit Detektiven. Detective Club. Ja, Detective Club. Und zwar haben wir dort so ähnliche Bilder wie bei Dixit oder Mysterium. Und dann einer alle kennen den Begriff außer einer. Der kennt den Begriff nicht, versucht aber passende Bilder zu legen. Ja, und wenn er erwischt wird, hat er Pech. Nein, ich sage, das Interessante an dem Spiel, was ich halt bei Spyfall und ähnlichen Spielen schwierig finde, ist immer, wenn du zum Beispiel, du bist der Allererste, der etwas sagen muss und du hast einfach keine Ahnung, weil noch niemand hat etwas geantwortet und da kannst du einfach nur verlieren, gefühlt. Und dort ist es so, dass nämlich nachdem alle Karten gelegt haben, wird das Wort gesagt und jeder muss versuchen, wirklich sich sagen, warum habe ich diese Karte gelegt. Und das finde ich wirklich interessant, weil du kannst dich dann so gut eigentlich auch wieder rausreden und dann alles mögliche hineininterpretieren in dein Bild, weil die Bilder lassen das auch zu. Ja. Und das macht Spaß. Also das, da wo du dann wirklich merkst, es gibt noch manchmal einige, die wissen das Wort und haben aber so schlechte Sachen gelegt bzw. gesagt, dass am Ende die verdächtigt werden und du denkst dir, wow. Also ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich mag das auch sehr, dieses Erfinden dann zu den Karten, muss eine Geschichte erfinden und alle kennen ja das Wort. Das heißt, der Kniff ist so ganz anders als bei den anderen Spielen, weil alle die Lösung kennen und wer hat die beste Geschichte zu seinen Karten. Ja. Und wenn du zu viel erzählst, dann denken alle so, oh, du erzählst ein bisschen zu viel. Also sehr, sehr schönes Spiel. Ja, wo wirklich auch alle verdächtigt werden. Also bis auf der das Wort gesagt hat. Auf Platz 42 habe ich ein Spiel. Guckst du wieder auf mein Handy? Guckst die ganze Zeit auf mein Handy. Aber ich habe es so mir leid, dass ich es gesehen habe. Auf Platz 42 ist ein Spiel, das ist auf das Spiel erschienen. Mhm. Und wir sind in, im Thema von Newton. Ich wollte das jetzt irgendwie formulieren, ohne den Namen zu verraten. Erfinder hätte ich sagen können, okay. Habe ich falsch geguckt. Ich habe ein anderes Spiel gedacht. Nee, auf Platz 42 habe ich Newton. Ja, das hat auf das Spiel gekriegt. Okay, ich habe mich verschaut, deswegen alles gut. Und das macht mir echt viel Spaß. Es ist natürlich so, dass wenn man die Bücherstrategie macht, dann gewinnt man das Spiel. Aber wenn alle das wissen, gehen alle da drauf. Finde ich auch thematisch sehr logisch, weil Gelehrte werden schlauer durch Bücher, nicht durch Wandern. Und ein sehr schönes Spiel, was mir echt viel Spaß macht. Also, dass ich einfach die ganze Zeit spielen kann. Und ich bin sehr gespannt und hoffe darauf, dass dieses Spiel Erweiterung kriegt, dass das Spiel vielleicht ein bisschen ausbalanciert. Du willst Erweiterung? Ja, zu Newton ja. Weil ich finde das Thema sehr schön, ich finde das Design sehr schön.
Aber wie würde die Erweiterung aussehen? Weil weiß zum Beispiel ich nicht. Sieht aus wie ein Spieledesigner oder was? Bei Dice Forge kann ich mir ganz genau vorstellen, wie die Erweiterung aussehen könnte. Aber bei Newton? Weiß ich nicht. Irgendwie vielleicht so irgendwas noch mit Mission, Punkte. Weil die Kritik bei uns bei Newton war ja auch, dass du die Bücher machen musst. Und wenn du dann da auf dem Forschungstableau nach oben gehst, da ist das fast unmöglich, da noch diese Bücherkombination zu haben und so. Dass die das irgendwie machen, dass man noch anders viele Punkte machen kann, außer durch die Bücher, dass man die Option, ja vielleicht, weil die haben ja modulare Bretter, das heißt, die können einfach ein neues Brett rausbringen und das ersetzen. Ja, und ich hoffe, dass da irgendwas Kreatives kommt und ich denke, das wird höchstwahrscheinlich auch passieren, hoffentlich. Also ein sehr schönes Spiel, was mir sehr viel Spaß macht und ich auch gerne mitspielen werde, immer spielen werde, auch vorschlagen werde, aber natürlich muss man dann wissen, dass die Bücher viele Punkte geben. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel nur einmal verloren oder so, ne? Ich weiß nicht, ich kann mich nur erinnern, dass ich sehr gut in dem Spiel bin. Deshalb ist es auf meiner Top-Liste. Okay, meine Platz 43. Du bist ja, 42. Ich bin schon bei 41. Echt? Kann es sein, dass wir dich einmal übersprungen haben? Okay, da mache ich jetzt meine 42. Ich habe alles gesagt sonst. Auf Platz 42. Deswegen, ich habe auch gerade 42 genannt. Detective Papa 42. Okay. Sorry für diese Verwirrung. Ich glaube, bestimmt haben wir dich einmal ausgelassen. Oh, was ein Müll. Ich habe zweimal eine 42. Deswegen, ich wette, ich habe da geguckt, aber ich habe ein anderes Spiel bei 42 guck, gesehen, okay? Ja. 46, 45, 44, 43, 42, 42, 41. Okay. Okay. Ich kann gut zählen hier. Noch ein Spiel mit Newton dann auf einem Platz, aber ein bisschen besser, ist Raids. Das Wikinger-Spiel von Yellow. Haben wir auch auf unserem Kanal rezensiert und vorgestellt. Ich habe eine Top 51 jetzt. Ist ja nicht schlimm. Was für... Das ist, ist Raids und... Das Spiel finde ich wirklich cool, weil es so ein Wikinger-Thema hat und sehr schön aussieht, Yellow-typisch. Und man geht halt mit dem Schiff so einen Schritt vor, um die jeweilige Aktion zu machen. Und danach sind die anderen Spieler dran. So, und die können aber noch zu dir kommen und dich wegscheuchen und müssen dafür natürlich was bezahlen. Du kannst noch mehr bezahlen, aber musst halt dann abwägen, ob sich das lohnt. Und danach kann man erst die Aktion machen, wenn der letzte Spieler dran ist. Und was ich noch lustiger finde an dem Spiel, ist, dass zwischen dem letzten und dem vorletzten Spieler alle Aktionsplättchen, die dazwischen liegen, immer verschwinden. Und dann denkt man sich so, boah, ich stelle mich hier hin und gleich werde ich das nehmen. Und auf einmal springen alle viel weiter und dann das, was du nehmen wolltest, verschwindet dann. Und dann denkst du so, nein! Und ja, und deshalb mag ich Raid sehr gerne. Ist wirklich so ein Absacker für mich, den ich wirklich... Gerne spiele. Gerne, gerne, gerne. Super. Applaus für Raids. Okay, Platz 41, jetzt aber. So, Platz 41 habe ich ein Spiel, ein sehr episches Spiel. Twilight Imperium. Nein, Twilight Imperium habe ich noch nicht gespielt, deswegen kann ich das nicht auf meiner Top-Liste. Ja, weil du das nicht spielen willst. Das Problem ist, ich bin gerade in einer Phase meines Lebens, wo ich keine Zeit habe, 5 Stunden auch für ein Spiel aufzuwenden. Sorry. Aber ein anderes Spiel, was auch episch ist, was lange dauert und genau deswegen ist es eben noch so weit vor, nein, so weit hinten. Genau deswegen ist es Gloomhaven. Ich weiß, dass sehr viele Gloomhaven very nice finden. Bei einigen ist es auf Platz 1. Ich weiß nicht, wie das hier auf dieser Liste ist. Aber für mich einfach dadurch, dass der Aufbau so lange dauert, dadurch, dass es immer so... ist ein bisschen aufwendig, wenn du spielen willst. Wenn du es dann spielst, macht das Spaß. Aber eben diesen Schritt zu machen, okay, jetzt spielen wir das, das dauert irgendwie bei uns immer. Und deswegen ist es einfach noch auf der Platz 41. Es kann sich noch viel verändern, weil wir haben auch noch viel zu spielen. Ja. Ja, ich sage dazu später noch ein bisschen was. Später, okay. Okay, auf Platz 41 ist bei mir ein Spiel, das sehr innovativ ist. Und zwar ist das Herr der Träume oder Stuffed Fables. Ist jetzt auch auf Deutsch da und wir spielen das ganze Spiel jetzt nochmal. Und mir ist aufgefallen, jetzt beim nochmal Spielen, dass es mir genauso viel Spaß macht, wie als ich es damals gespielt habe. Und das ist halt, was ich an diesem Spiel so faszinierend finde, dass diese Story
wirklich cool ist. Also, das macht wirklich Spaß. Es ist so süß. Ist jetzt von der Spielmechanik, finde ich es auch gar nicht so schlecht. Es ist nicht schwer. Also, es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du so denkst, so Spirit Island, so, oh, wie schaffe ich das jetzt und so. Aber es macht halt wirklich Spaß und es erzählt eine tolle Geschichte. Und dass diese Bücher auch das Spielbrett sind, ist eine Innovation in der Brettspielbranche, die es so noch nicht gab. Und deshalb ist es für mich ein sehr tolles Spiel. Auf Platz 41 war vorher bei mir auf der 31, also ist ein bisschen runtergerutscht. Nicht, weil das Spiel schlechter geworden ist, sondern weil ihr merkt gleich, viel bessere Ja, Spiele weil es kommen. einfach immer, weil einfach so viele gute Spiele dazukommen. Macht Okay. weniger gute Spiele. Nein, bitte Nein, nicht. stopp. Ah, wir sind fertig, Davon gibt ne? es schon genug. Wir sind fertig mit dem Teil. Ja, das waren unsere 50 bis 41 plus Bonus von mir. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Spiele auch schon gespielt habt, wie ihr sie findet. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf den nächsten Teil. Es kommen wirklich noch krasse Spiele. Also das ist. Da werden zwei Spiele kommen. Einmal die vorher auf Platz 11 waren und 15. Also. Also bei mir kommt Platz 6 ist in dem. Nicht gucken. Platz 6 taucht in den im nächsten Teil auf. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Gerne einen Daumen hoch da lassen und danke euch allen für eure Abos und dass ihr uns so gerne zuschaut. Bis morgen.